Peter Koch, Vorsitzender vom Dorfgemeinschaftsverein Firnbach e.V. Wir befinden uns hier in der Gemeinde Masserberg im Ortsteil Firnbach. Wir haben heute die dritte Vorstellung des Laientheaters in Firnbach. Der Name des Stückes heißt Der Laien kocht wieder. Und nach mit der harten Arbeit hat es immer noch ein wenig Spaß gehabt. Einmal war doch nachts von Nachbarn Haus ausgerissen und ist auf die Straße gesprungen. Es hat nicht lange gedauert. Im 2 hat es noch Hosenbrot gerufen. Aber nicht immer war es ein Hose. Mein Name ist Hans-Jürgen Müller. Ich war 40 Jahre Lehrer hier in Firnbach. Und ich wurde vom Heimatverein angesprochen, ob ich nicht ein Stück schreiben möchte mit der Grundlage des Vogelstelle-Liedes. Naja, ich war am Anfang nicht so begeistert, weil ich dachte, ein Theaterstück nur von einem Lied mit 4 Strophen ist ein bisschen wenig. Alles wird sauber und weiß zum kleinen Preis. Nein, nicht alles! Ich sagte es bereits. Herr Mund! Füße hoch! Und Osten! Der Dorfgemeinschaftsverein in Verbindung mit Schauspielern, die zum Dorfgemeinschaftsverein dazugekommen sind, haben bei der 450-Jahr-Feier die Idee gehabt, mal was anderes zu machen. Da ist dieses Theaterstück entstanden, mit Hilfe des Regisseurs Hans-Jürgen Müller. Und da das so ein Erfolg damals war, hat er jetzt das zweite Stück geschrieben. Und da hatten wir eigentlich 2 Veranstaltungen geplant, war aber dann die Karten für Freitag, Samstag innerhalb von einer Stunde ausverkauft, jeder Abend 300 Leute. Deshalb haben wir am Donnerstag, das heißt, wir haben Donnerstag, Freitag und heute spielen wir das Stück. Ausverkauftes Haus wird von den Zuschauern sehr gern angenommen. Verloren, verloren das tapfere Heer. Der Kaiser gefangen. Hab ich heute noch gespielt. Mann und Ross. Und warum hat sie der Herr geschlagen? Und du suchst mich doch endlich. 12:12. Und dann kam mir die Idee, man könnte ja ein Stück schreiben, so in der Art eines Kabarets. Ja, und der Grund, warum ich dann endgültig Ja gesagt habe, war eigentlich der, dass ich ein Kompliment an die Firnbacher machen wollte. Es waren 40 sehr schöne Jahre meines Lebens, die ich hier verbringen durfte. Teilweise habe ich hier gewohnt, habe aber 40 Jahre eben hier unterrichtet. Naja, und habe die Firnbacher als ganz nette Menschen kennengelernt. Und aus dem Grund ein kleines Dankeschön. Draußen Regen, Steins und Blitz, Eulen hinter den Ofen sitzt, und na Bündel ein Rudel schnitzt. Tra-i-ra-la, tra-la-la-la-la, nichts ist schuld als wie ein Traum, die Schuld.
eine eigene Nationalhymne und das ist das Vogelstellerlied. Und aus dieser Nationalhymne heraus hat dann der Hans Jörchen dieses Stück geschrieben und das hat sich dann in Windeseile in ganz Südthüringen verbreitet. Wir hatten damals 2014 selbst Gäste bis um von Bayreuth runter. Und da das so gut ankam, haben wir gesagt, gut, ein Jahr dazwischen, 2015, haben wir mal ein bisschen Ruhe gelassen, haben wir dann für 2016 praktisch diesen zweiten Teil, also das ist ja ein neu geschriebenes Stück, dann wieder jetzt aufgeführt. War er noch doof? Was ist denn aber mit einer Eure Topf? Jung, das versteht ja Babi. Er nacht ist eine Nacht, musste ich einmal zech. Hat sich mit noch so Füß. Die Nacht habe ich gedacht, müsst ein wenig besser ziehen. Doch wieder noch so Füß. Dann mal ich euch gedacht, du weißt einmal deinen Hof genauer untersuchen. Da habe ich festgestellt, es erlocht dem. Also drei Vogelsteller können nicht fort in die Natur und sind gebunden, zu Hause in der Küche dann eben die Zeit rumzubringen. Und da liegt die Fernbacher Dorfzeitung dort. Die gab es nie, aber die habe ich eben so dazugesetzt. Und diese Fernbacher Dorfzeitung mit all ihren Kategorien führt durchs Programm. Und was diese drei ankündigen, wird dann parallel auf der Nebenbühne gespielt. Hört sich ja verrückt an. Ja, ist auch ein bisschen verrückt. Und Sie werden es merken, die Zuschauer honorieren es dann auch. Mein Plan ist so. Vorne nun kommen aber alte Männer mit Stacke. Da lachen es sich Mundsburger und denke, mit denen waren wir fix fertig. Und gehen aus ihrem Versteck raus. Das ist eine Kriegslist. Jetzt kommen die jungen Bursche mit Strähnüte. So, immer schon aufgejuckt. Und dahinter als Reserve die Weiber vom Fußballplatz. Also erst einmal spielt der örtliche Chor mit, das Chor Waldglöckchen nennt sich das, die hier auch ein Singspiel mitbringen. Dann Vereinsmitglieder, ja, vom Dorfgemeinschaftsverein. Und dann haben wir uns im Ort noch Schauspieler dazugesucht und auch aus der Nachbargemeinde Schleusegrund, die ebenfalls oben ein Stück ausführen, die sind dazugekommen. Das sind also alles Leute, die sich dafür begeistern, die auch mit Herz und Seele dabei sind. Das merkt auch der Zuschauer. Die Zuschauer gehen dort auch mit. Und die Resonanz aus den beiden vergangenen Tagen war also sehr positiv. Wir haben also alle gesagt, sowas auf die Beine zu stellen, Hut ab. Eine Wurst und der daheim hängen. Meine Eierring, so was. Das ist top. Vino, Königs, hallo. Hier, können Sie mich auch mal nehmen? Ja. Zur Pause ein Trunk. Das ist gesund. Danke. Wollen Sie aber einen Wurstbach und hat sich eine Sau gekauft. Weil aber die Sau so dreckig war, hat sie gedacht, sie müsse sie baden. Die Sau ist krank geworden. Und
Ja, und? Das Stück handelt ja im Wesentlichen aus der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts und da war Fehrenbach ein ganz armes Notstandsgebiet. Und es wurde immer wieder in den letzten Jahren von diesem Notstandsgebiet gesprochen. Aber die Menschen mussten ja auch diese Zeit überwinden. Und da gab es eine Alternative zum Notstand, nämlich ihren gesunden Humor, der ihnen also auch half, über die schweren Stunden hinwegzukommen. Wir haben das Stück aufnehmen lassen. Wir legen jetzt Listen aus. Wenn jemand dann eine DVD kaufen will, dann kann er die käuflich erwerben. Hängt natürlich davon ab, wie viel Stückzahlen. Das ist ein bisschen stückzahlenabhängig. Das heißt, dann kann er das Stück über DVD. Von dem ersten 2014 haben wir DVDs machen lassen und wir haben die auch verkauft. Also das ist da. Und auch jetzt praktisch von dem neu geschriebenen Stück, der Leim kocht wieder, versuchen wir auch eine DVD. Hier sehen Sie Sensationen. Maliko, Malako, die Kleinfrau aus Amsterdam. Kunstvoll tätowiert. Maliko, Malako, die Dame ohne Unterleib. Die nicht zu motivieren, die kamen schon motiviert. Und es gab eigentlich überhaupt kein Problem, genügend Schauspieler oder Darsteller, besser gesagt, zu finden. Naja, und wir haben seit November vorigen Jahres jeden Tag Probe gemacht, zwar immer Registerproben und am Anfang, dann zum Schluss jetzt zusammen. Und da ist das eben entstanden, was Sie heute sehen werden. Ja, der Sahne ist verstopft, da sücht es sich, a Stagala, und weiß nicht, geht a Kagala. Und du raus ein neuer Schuh oder ein verrückter Kotzer zu. Und ich bin a Haarings für Ustarina und a Trickversprüh. Und ihm heut fliegt a Scheißraten aus und aus, wie ist aus.
wollen das Stück nicht nochmal aufhören. Das Stück, sage ich Ihnen ganz ehrlich, wird schwierig, weil hier das Haus, das ehemalige Kulturhaus und dann Werbalkhotel steht leer. Das, hier ist auch keine Heizung mehr drin. Das heißt, das Haus wird schwierig, dann sag mal, noch ein Jahr noch mal zu aktivieren. Guten Tag, Simon Meisenanger. Warum kommt da her? Weil da früher die Meisner gegen die Angerer gekämpft haben. Und es ist, wenn man so will, ein bisschen Kulturgeschichte auch von der damaligen Zeit. Ja, und der dritte Punkt ist eigentlich der, dass die alten Originale nicht in Vergessenheit geraten dürfen. Alles, was sie so gemacht, was sie losgelassen haben, wie sie sich gegeben, gezeigt haben, soll für die nächste Generation bereitgestellt werden. Ja, und die Sprache ist ja ein Teil der Territorialkultur und das Fernbacher Dialekt ist ganz besonders schön. Das darf auch nicht vergessen werden. Dann haben Sie